so circa, ich weiß nicht, wie viel Schnee wird es haben jetzt. Ich würde sagen, nein, Schnee, 1,60 bis 1,80, alter Schnee, 40. Es ist mannshoch. Die Dächer sind voll. Die Carports auch. Sowas hätte ich gern. Aber mit jeder Schaufel ruckt sie näher. Bye bye. Ein netter Gang zum Haus. Schauen wir, dass wir ankommen. Klasse. Laut dem E-Werk haben sie ja nichts mehr gefräst, so wie da. Da ist das eine Fläche und man sinkt bis zur Hüfte ein. Schauen wir, wie lange das wir reinbrauchen in die Klamm. Hüfte hoch, Expedition, super, aber allein sicher nicht. Der Zaun, Wahnsinn. Oben Kopf. Der Zaun ist absoluter Wahnsinn. 4 Meter hoch. Schneezaunallee zum Herrn Lehrer. Duscher, schauen wir mal den Weg. Mal schauen, ob der Duscher einen Weg hat. Ich glaub. Na, ich glaube, er ist noch nicht vorgeruckt. Ich hoffe, dass sie alles da haben, was sie brauchen. Also der Duscher ein paar was zu essen. Aber mit einer Kiste Biergang jetzt auch. So, jetzt kommt unser Häusl. So, schauen wir uns das schon Günther Häusl an. Ja, voll wie die Sau. Alles dicht. Jetzt gehen wir bei mir. Schauen da. Mal da was sehen. Mit ausgestreckter Hand, 2,50 Meter, das sieht man nichts. Schauen wir mal, das da hängt. Das schaut da ziemlich geil aus. Ein netter Brat. Ja, sehr nice. Das ist safe. Vielleicht sieht man den Baum drin. Jetzt meine Schneewände. Die Mädels von Fleißigkeit haben auch geschaufelt. Herrlich. Ja, richtig herrlich. Unglaublich, was da abgeht. Da ist es in der Früh noch zum Kompost gegangen. Jetzt haben wir schon wieder 1,30 Meter Schnee. 1,40 Meter, das da geht es zu meinem Haus. Super. Links und rechts 3,5-4 Meter. Alles eingeschneit. Unglaublich. So schaut es aus. Unser Vogelbaum. Komplett verschneit. Fix.
ziemlich viel Schnee. So, das war's mit der Berichterstattung mit Herrn Herzl von der Steffi. Viert euch, verabschiede mich noch.